Also hier in Segeberg ist halt vom Vorteil, dass wir ja ein großes Herz- und Gefäßzentrum haben, wo wir jede Patienten, egal welche Erkrankung, ob Gefäßerkrankung oder Herzerkrankung, wirklich im Team, in unserem Heart-Team oder Gefäßteam halt besprechen. Wir machen hier Hochleistungsmedizin auf universitärem Niveau und haben halt, das ist ein großer Vorteil, direkt im Haus nebenan die eigene Reha-Station, was sehr viele Patienten als sehr vorteilhaft empfinden. Und wir haben natürlich hier mit dem Segeberger See eine Struktur, wo es für die Patienten wirklich herrlich ist. Und es ist halt gerade was für frisch operierte Patienten, was für die Seele. Wir haben in den Segeberger Kliniken haben halt ein Herzzentrum, wo wir relativ stringent mit den Kardiologen und den Anästhesisten wirklich jeden Herzpatienten besprechen, was die beste Therapie der Wahl ist. Es gibt viele junge Patienten, die eine neue Herzklappe brauchen. Mit jungen meinen wir Patienten um die 50 und auch jünger. Und eigentlich ist es die einzige Möglichkeit, diesen Patienten zu helfen, indem man halt eine mechanische Herzklappe implantiert. Die hat das Problem, dass die Patienten dauerhaft Marcomar nehmen müssen. Das ist ein Blutverdünner und das müssen sie auch bis ins hohe Lebensjahr, wenn sie 70, 80 sind, einnehmen. Das wollen viele Patienten nicht und wollen deswegen eine biologische Klappe. Das Problem bei biologischen Klappen ist, dass diese Klappen gerade bei jungen Patienten relativ schnell verkalken und nach 10 Jahren altersbedingt ist die Klappe wieder defekt und muss ausgetauscht werden. Und wir haben jetzt hier erstmalig die Möglichkeit, eine neue biologische Klappe zu implantieren, die chemisch so behandelt wurde, dass die Verkalkungstendenz deutlich geringer ist und wir halt davon hoffen, dass diese Klappe nicht nur 10 Jahre hält, sondern vielleicht wirklich 20 Jahre hält und gerade bei jungen Patienten die Lebensqualität dadurch deutlich gesteigert werden kann, weil sie eine sehr gute Klappe haben, die sehr lange hält und auch auf das Marcomar und den Blutverdünner halt verzichten kann. Eine weitere besondere Neuentwicklung bei dieser Klappe ist der Nahtring. Sie sehen das hier, der ist aus Metall, umschichtet mit Dacron und in diesem Metall ist ein Scharnier, dass man, wenn man diese Klappe hinterher, wenn sie dann doch verändert wird oder altersbedingt verändert wird, in 15, 20 Jahren eine Katheterklappe implantieren will, man problemlos diesen Nahtring aufdehnen kann um ein paar Millimeter und dadurch eine sehr große Katheterklappe dort implantieren kann. Sollte im Aufklärungsgespräch mit dem Arzt halt geklärt werden, was für eine Klappe man bekommt. Also es wird erstmal gefragt, ob mechanische oder biologische Klappe. Und dann muss man als Patient halt nachfragen, was für eine biologische Klappe bekomme ich, wer ist der Hersteller, wie sind die Daten zur Haltbarkeit dieser Klappe. Es gibt einen Nahtring hier rum und hier werden einzelne Fäden gesetzt und dann wird die hinterher in die alte Position der Klappe heruntergeführt. Die Fäden werden geknotet, der Halter wird entfernt und dann damit ist sie letztendlich implantiert. Das Einsetzen der Klappe ist schon standardisiert, das macht man seit 50 Jahren so. Nur halt diese chemische Behandlung der Klappensegel ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass es halt möglich war, diese Calcium-Bindungsstellen herauszufiltern, dass sich halt weniger Calcium ansetzt und dadurch die Klappe halt deutlich weniger verkalkt. Es kommt viel von den Medizinern, die gesagt haben, wir wünschen uns eine biologische Klappe, die länger hält, weil wir immer mehr Patienten sehen, die jung sind und die sagen, ich will kein Marcomar nehmen. Beziehungsweise ich will, wenn die Klappe kaputt ist, in 10, 15 Jahren eine Katheterklappe haben. Und das ist mit einer biologischen Klappe möglich, mit einer mechanischen Klappe halt nicht möglich. So dass wir auch an die Firmen gegangen sind, an die Industrie gegangen sind, gesagt, könnt ihr nicht eine Klappe entwickeln, die noch länger hält? Eine Operation ist Teamarbeit. Ja, also sind halt, müssen sich vorstellen, für so eine Operation gibt es einen Operateur, einen Assistenten, einen Anästhesisten, also 3 Ärzte sind mindestens dabei. Es gibt einen Kardiotechniker, eine OP-Schwester, einen OP-Springer, eine Anästhesieschwester. Also sind 7 Leute quasi konstant im Saal für diese Operation von 2 bis 3 Stunden, um sich um diesen Patienten zu kümmern. Und das funktioniert nur, wenn alle im Team gut funktionieren, sich gut verstehen
Und das haben wir hier in Segeberg im Herzzentrum eigentlich optimal. Also das ist heutzutage eine absolute Standardoperation, vor der eigentlich keiner mehr Angst haben muss. Die Patienten kommen zwar auf Intensivstationen, sind aber relativ früh nach der Operation wieder wach, können sofort mobilisiert werden, können sofort essen und trinken. Also diese ganzen Restriktionen, die man früher hatte vor so einer großen Herzoperation, braucht man sich heute keine Gedanken mehr zu machen. Ich habe mich jetzt für diese Klappe ganz bewusst entschieden, weil sie eben auch wesentlich länger hält und ich dann schon in meinem Alter bin, wo danach die nächste OP eben durch einen Katheter durch die Leiste durchgeführt werden kann. Also die Narbe ist ungefähr 6 bis 7 Zentimeter groß, also nicht übermäßig im Vergleich zu vorher. Der Heilungsprozess wird natürlich dadurch wesentlich kürzer. Also jetzt zu meiner neuen Herzklappe habe ich absolutes Vertrauen und 4-6 Wochen und dann gehe ich auch wieder zum Dienst. Ja, wenn Sie an so einer Operation interessiert sind mit dieser neuen Herzklappe, nehmen Sie gerne Kontakt auf mit unserer Klinik, am besten über unsere Webseite, unsere Sekretariate, und dann treffen wir uns meistens zu einem Vorgespräch, gehen die Befunde durch und erklären dann wie im Herzteam halt individuell, was die beste Therapie für Sie ist.